Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge werden wir uns die neue Partnerschaft von Ripple mit Western Union anschauen und dann werden wir uns noch anschauen, was genau WAX ist und wieso WAX etwa 78% heute gestiegen ist. Springen wir gleich in den Markt. Der Markt heute hat ganz kurz Bitcoin die 10.000er Grenze geknackt. Das war vor etwa ein paar Stunden und ist jetzt wieder ein bisschen drunter gefallen, aber grundsätzlich sehr positiv. Wie gesagt, wahrscheinlich auch wieder die 10.000er Grenze eher psychologischer Natur und nicht wirklich wegen den Buy and Sell Orders. Von daher, wie gestern schon erwähnt, etwa die 11.500er Grenze ist für uns eine wichtige Grenze. Zum einen wegen der Psychologie und zum anderen auch, weil die nächsten Orders dann ein bisschen höher sind. Also von daher, unser nächstes Ziel ist etwa die 11.500er Grenze und dann geht es hoffentlich wieder rund und rauf. Springen wir gleich in die erste News Story hier. Western Union confirms XRP Integration of Ripple Blockchain Trial. Wir haben ja gestern ein bisschen über Ripple gesprochen und haben uns auch die Partnerschaft mit Saudi-Arabien und deren Zentralbank eigentlich angeschaut. Und da hieß es eben, dass Ripple wahrscheinlich ein Produkt verwenden wird, also das Ripple Network, das Ripple Net brauchen wird, dass die Tokens selber von Ripple, also die XRP, gar nicht gebrauchen wird. Heute ist aber jetzt ein Statement eigentlich von Seiten Western Union und Ripple rausgekommen, das hier sagt, Western Union will pilot Ripple's X-Rapid product, which uses XRP to provide real-time liquidity and reduce the capital requirements necessary for financial institutions to operate in emerging markets. Also hier im Artikel steht, Western Union wird ein Produkt von Ripple brauchen, das sogenannte X-Rapid Produkt. Das wiederum braucht XRP, also das, die Kryptowährung Ripple, um Echtzeit-Liquidität zu geben und gleichzeitig eigentlich die Kapitalvoraussetzungen zu reduzieren, sodass gewisse finanzielle Finanzinstitutionen eigentlich in aufbauenden Märkten das Ganze brauchen können. Also damit es nicht zu Finanzengpässen oder zu Liquiditätsengpässen kommt. Ripple sagt weiter, we've been testing different products with Western Union for a while. We're excited about our work towards a pilot implementation of XRapid, which uses XRP in payment flows. Wie gesagt, wir haben ja gestern über Ripple ein bisschen gesprochen und da haben wir auch gezeigt und gesagt, dass extrem wichtig ist und viele Leute das nicht wissen, dass viele Partnerschaften, die Ripple momentan geschlossen hat mit den großen Banken, mit den großen Organisationen, die Kryptowährung Ripple nicht wirklich brauchen. Also Ripple ist eine Firma, die haben diese Kryptowährung rausgebracht und gleichzeitig steht hinter der Firma, stehen halt gewisse Produkte, die bei diesen Partnerschaften eingesetzt werden. Jetzt im Falle von Ripple und in den meisten Partnerschaften wird eben die Kryptowährung Ripple nicht wirklich eingesetzt. Bei der Western Union Sache, Partnerschaft, sieht das ganz anders aus und wir denken, das ist absolut positiv. Nichtsdestotrotz ist extrem wichtig, dass man nicht aus den Augen lässt, dass die Kryptowährung Ripple nicht dezentralisiert ist. Also Ripple, die Kryptowährung, wird kontrolliert von Ripple, der Firma. Das ist an sich nichts anderes als eine Bank, die ihre eigene Währung ausgibt. Oder ein Staat, die ihre eigene Währung ausgibt. Also das, denke ich, ist vor allem für zukünftige Investoren extrem wichtig. Also wenn ihr nur in Blockchain investieren wollt, super. Wenn ihr aber auch die ganze Dezentralisierung eigentlich mitnehmen wollt und den ganzen, philosophischen Gedanken davon wichtig findet, dann ist vielleicht Ripple nicht das richtige Investment. Nichtsdestotrotz macht euren Research da und wenn ihr den Research nicht machen wollt, idealerweise meldet ihr euch dann bei Blue Alpine Research an, ladet euch unsere Research Reports runter, lest euch den ganzen Report von Ripple mal durch und dann entscheidet ihr, was da die richtige Lösung wäre oder das richtige Investment wäre.
Wenn wir nun weitergehen, wenn wir hier zu den Gewinnern des Tages springen, dann sehen wir hier, Wax ist auf fast 78%, fast das Doppelte von heute Morgen in den letzten 24 Stunden extrem gestiegen. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, was genau ist denn Wax? Wir sind uns da ein bisschen die Seite angeschaut und sehen hier Worldwide Asset Exchange, also weltweiter Asset-Handel, sicher, schnell und global dezentralisiert, ein Marktplatz für virtuelle Assets. Und ich denke, das ist eigentlich das Schlüsselwort hier. Also die virtuellen Assets sind hier das Wichtige. Und hier steht auch From the Founders of OP-Skins oder OP-Skins. Nun, wer OP-Skins noch nicht kennt, das ist folgende Seite. OpSkins ist eigentlich eine Art E-Commerce Store für virtuelle Güter wie zum Beispiel Waffendesigns oder Kleiderdesigns für Gamer. Das heißt, wenn ihr online gamet, dann kennt ihr wahrscheinlich diese Spiele bereits und wisst auch, dass wenn, hey, wenn ich dieses Spiel spiele, irgendwie Battleground spiele, dann könnte ich jetzt diese Jacke kaufen, diese Schuhe oder diese Jacke zum Beispiel. Und das ist für einen Nicht-Gamer vielleicht nicht so spannend, aber für Leute, die gamen, ist das natürlich extrem wichtig, dass das, weil das so ein bisschen wie eine Reputation ist, wenn diese Leute halt unterschiedliche Skins auf ihren Gütern haben, wie den Helmen, der Hose, Rucksäcke und solche Sachen. Falls ihr denkt, das ist ein kleines Business, haben wir hier einen Artikel gefunden, der ist zwar von 2015 und hier steht, dieser 21-jährige alte Montrealer macht 12.000 US-Dollar am Tag, indem er virtuelle Waffen verkauft. Also der Artikel ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt hier, aber dieser Arthur Minakov, der zu diesem Jahr halt eben 21 Jahre alt war, das war vor 2, 3 Jahren, hat OpSkins gegründet und OpSkins, wie bereits erklärt, ist eigentlich ein E-Commerce-Laden für virtuelle Güter, aber mit sehr spezifischem Fokus eben auf Games und Ähnliches. Was Wax jetzt machen will, ist eigentlich eine Plattform aufzubauen, bei welcher so ziemlich alle so eine Plattform wie OpSkins eigentlich aufziehen könnten. Also hier steht, Wax is a decentralized platform that enables anyone to operate a fully functional virtual marketplace with zero investment in security. Also Wax sagt, hey, wir sind OpSkins, wir kennen dieses Business bereits, unser Ziel ist es hier, eigentlich solch eine Plattform zu bauen und dann läuft das folgendermaßen ab. Man hat hier eigentlich das Gut, das virtuelle Gut, man hat hier das Geld und dann wird das Ganze eine Transaktion durchgeführt. Für diese Transaktion sind eben diese WAX-Tokens nötig. Dann wird die Transaktion verifiziert. Die verifizierten Transaktionen kommen in einen Block rein und dieser Block wird dann auf die Blockchain gesetzt. Im Management-Team, und das ist eigentlich eines der Hauptteile, die wir heute kurz im Video anschauen möchten, sitzen sehr interessante Leute. Wir haben hier vor allem John Brechiski und William Quigley angeschaut, auch Malcolm Cassell, Jonathan Yantis haben wir jetzt noch nicht angeschaut, weil das Video auch entsprechend eine Länge haben sollte. Nun, wenn wir hier auf William Quigley gehen, sehen wir hier, er ist CEO seit 1 Jahr und 8 Monaten bei OpSkins. Das heißt, der ursprüngliche Gründer Arthur Minakov ist nicht mehr bei OpSkins dabei. Das kann sein, weil er seinen Teil verkauft hat, weil es einen Streit gegeben hat, solche Sachen. Und das wären zum Beispiel wichtige Sachen, die wir in unserem Research Report eher im Detail anschauen würden. Jetzt im Moment ist das nicht relevant, weil wir hier eigentlich nur eine grobe Übersicht geben wollen. Also er ist der CEO. Es kann natürlich auch sein, dass alles gut ist zwischen den beiden und Arthur einfach gemerkt hat, hey, ich brauche hier einen erfahrenen CEO, weil William Quigley ein Venture Capitalist war die letzten 20 Jahre. Also er hat eigentlich als Investor, als Venture Investor gearbeitet in dieser Branche und hat jetzt den Sprung in das CEO-Reich gemacht. Und er ist auch seit September 2017, wo es dann auch diesen ICO gab, ist er auch CEO von WAX Token.
Hier steht auch, the world's biggest video game skin site, das ist OpSkins, raised 41 million US dollars with crypto tokens. Das heißt, es hat ein ICO gegeben, das ist wahrscheinlich im September 2017 passiert, und es wurden insgesamt 41 Millionen US Dollar in Kryptowährungen investiert. Man sagt hier auch, man wollte eigentlich ein bisschen mehr, also OpSkins is looking to raise an additional 7 million US dollars in WAX tokens before it finishes its ICO on November 28th. Das war letztes Jahr. Die Firma wollte initial eben die 63 Millionen US Dollar eigentlich raisen, konnte das aber nicht, weil es ja im November diesen Bullrun gab für Bitcoin, und da haben die meisten Leute halt in den Medien und Investor technisch einfach mehr Interesse an Bitcoin gehabt und deshalb gar nicht mehr groß geschaut, was WAX da genau macht, und deshalb musste man halt das ganze Ziel nach ein bisschen unten korrigieren. Grundsätzlich ist aber das Management-Team sehr spannend hier unterwegs. Also das sind sehr, sehr erfahrene Leute. Wie gesagt, John Brickisky kennt die Industrie bereits. Er hat so eine Plattform mit aufgebaut und ist da auch weiterhin sehr erfolgreich mit dabei. William Quigley, ein sehr erfahrener Investor, weiß definitiv, was er macht. Und auch Malcolm Cassell ist ein Investor, der jahrelang eigentlich als Investor gearbeitet hat. Nun, wenn wir grundsätzlich Research, also Recherche machen, wenn es um ein Token geht, dann fangen wir grundsätzlich immer beim White Paper an. Wir schauen uns das White Paper an von WAX zum Beispiel hier, und was uns als erstes auffällt, ist 44 Seiten, extrem langes White Paper. Normalerweise sind heutzutage die White Paper eher kurz, aber man sieht richtig, und auch wenn man so ein bisschen durchblättert und durchschaut, es ist nicht wirklich technisch gehalten. Also für das, dass es Blockchain-Technologie ist, sind es sehr viele Wörter, was nicht wirklich schlecht ist, aber es ist halt wirklich, es verfolgt eine andere Nutzergruppe. Also die Nutzergruppe ist hier ganz klar, das sind Business-Leute oder Leute, die eigentlich sich mit der Technologie nicht wirklich befassen wollen. Das kann gut und schlecht sein. Ich denke schlecht, weil halt eben nach wie vor viele Leute, die in Blockchain und solche Sachen investieren, möchten gerne auch die Technologie dahinter verstehen. Also wieso ist jetzt zum Beispiel WAX besser als irgendwie Shopify oder Squarespace oder solche Webseiten, bei welchen ich eigentlich auch digitale Güter verkaufen kann? Also solche Fragen werden sicher beantwortet hier, aber nicht auf technischer Ebene. Also wieso ist es so viel sicherer? Wieso sollte ich die WAX-Plattform brauchen? Wieso sollte ich diese WAX-Tokens kaufen, sodass ich dann später virtuelle Güter eigentlich kaufen kann? Und aber grundsätzlich sehr spannendes White Paper. Wir empfehlen natürlich immer all unseren Leuten, den Research weiterhin zu machen und auch unbedingt das White Paper zu lesen. Wie gesagt, bei uns, unsere Recherche fängt immer beim White Paper an. Wenn wir dann weitergehen, dann gehen wir natürlich ein bisschen mehr in die Tiefe und versuchen auch gewisse Zusammenhänge zu verstehen und zu analysieren, die halt auf den ersten Blick für normale Investoren nicht gerade ersichtlich sind. Wie gesagt, wenn ihr mehr tiefe Recherche wollt, dann meldet ihr euch am besten bei bluealpineresearch.com an und erhaltet dann unsere Zusammenfassung und unsere tiefe Recherche und unsere tiefe Analyse eigentlich in solche Coins und Tokens wie eben WAX. Und wir machen halt eben die Recherche, so dass ihr eigentlich das Ganze nicht machen müsst und einfach nur noch lesen und verstehen könnt. Und mit dem sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Videos. Wie gesagt, WAX sieht spannend aus. Ich denke, wenn ihr euch in der Branche auskennt, und auch wenn ihr euch nicht auskennt, lest euch mal ein bisschen in diese Branche ein. Sehr, sehr spannende Branche. Finanziell sehr, sehr lukrativ. Von daher ist es natürlich spannend, ob WAX natürlich andere Partner mit auf diese Plattform nehmen kann und vor allem, wie viele Leute oder wie viele potenzielle Kunden wird WAX überzeugen können, so eine Plattform aufzuziehen.
Und ja, wie gesagt, mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen Story. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir werden uns dann wieder morgen sehen. Macht's gut.